Ja, wie kannst du bei Mary Kay die Provision, also deinen Prämien bzw. Umsatz erhöhen? Welche drei Tipps gibt es da im Umgang mit Social Media, mit Facebook? Die möchte ich dir heute mitgeben, diese drei Sachen. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Ich komme aus dem Network Marketing Direktvertrieb und ich hatte im 7. Monat bereits einen Umsatz von 210.000. Das nur mit Facebook. Etwas außer Atem bin ich noch aufgeregt. Und ja, unter diesem Video findest du mein Training, mein Gratiskurs, 110 Partner in 30 Tagen, so viel habe ich selber generiert und da erfährst du genau, wie das geht. Also, du bist bei Mary Kay und möchtest jetzt deine Provision, also deine Prämie, deinen Umsatz steigern. Und da gibt es hier drei Punkte. Punkt 1 ist mal die Sichtbarkeit durch öffentliche Gruppen. Was du brauchst, um wirklich Erfolg zu haben bei Mary Kay, ist Sichtbarkeit. Natürlich, nur Sichtbarkeit reicht nicht. Also, wir wollen nicht hier einfach nur Aufrufe erzielen, Reichweite, sondern wir wollen durch Sichtbarkeit wirklich Kunden generieren und das funktioniert super. Aber die Basis ist nun mal Sichtbarkeit. Du kannst die Sichtbarkeit kaufen, dann ist die richtige Wahl eine Facebook-Fanpage. Das habe ich nie gemacht. Ich habe auf organische Reichweite gesetzt und das würde ich dir auch raten. Jetzt haben wir, wenn wir organische Reichweite wollen, also Gratis-Reichweite, haben wir eigentlich nur zwei Möglichkeiten, weil eine Fanpage, eine Unternehmensseite, hat nur 1,37% Reichweite. Hast du das gewusst? Wenn du 100 Fans hast, sehen das 1,37 Fans. Also das zahlt sich nicht aus. Wir haben die Qual der Wahl bei Facebook zwischen einem Profil und Gruppen. Und die klare Entscheidung ist für Gruppen. Ich möchte aber eine ganz spezielle Gruppe vorschlagen. Warum nicht das Profil? Beim Profil haben wir das Thema, wenn du hier über Mary Kay, über die Produkte postest, dann verstoßt du gegen die Nutzungsbedingungen. Weil in den Nutzungsbedingungen bei Facebook ist ganz klar geregelt, dein Profil Privatsache. Das heißt, du darfst das Profil nicht kommerziell nutzen. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine Entwicklung des Profils. Die Reichweite ist nicht schlecht, also viel besser als bei einer Fanpage, aber noch nicht ideal, so wie bei einer Gruppe. Bei der Gruppe haben wir zwei Unterscheidungen. Wir haben mal die private Gruppe, wir haben eine öffentliche Gruppe. Bei der privaten Gruppe haben wir die Problematik, wenn wir 1000 Mitglieder haben, dass wir maximal 1000 Menschen erreichen. Warum? Weil ja nur die Menschen, die die Inhalte sehen, die in der Gruppe sind. Bei einer öffentlichen Gruppe haben wir das nicht, weil hier können auch Nichtmitglieder die Beiträge sehen, hier kann geteilt werden. Also hier kannst du wirklich massiv Reichweite erzielen. Aber es gibt auch hier eine Unterscheidung, es gibt hier die alten Gruppen. Ich sage mal 99,9% auch bei Mary Kay werden die alten öffentlichen Gruppen haben. Und dann gibt es eine völlig neue Version, die dieses Jahr gelauncht worden ist. Diese neue Version verspricht maximale Sichtbarkeit. Ich kann dir wirklich sagen, es funktioniert. Warum? Weil wir zusätzlich auch aktiv von Facebook empfohlen worden, das heißt, werden. Das heißt, wenn wir die sogenannten Relevanzkriterien kennen, dann nimmt Facebook unsere Gruppe und zeigt sie vielen anderen Menschen und dadurch kannst du natürlich deine Provision, deinen Umsatz, deine Prämien maximal erhöhen bei Mary Kay. Unterhalb in dem Training, das ich kurz am Anfang erwähnt habe, führe ich dich genau durchs Programm. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du diese neue Version nutzen kannst. Punkt Nummer 2, wenn du die Provision bzw. deinen Umsatz bei Mary Kay erhöhen möchtest. Das ist der Umgang mit Freundschaftsanfragen. Normalerweise haben wir den Prozess, Freundschaftsanfrage schicken, warten, bis sie bestätigt ist und dann eine Nachricht schicken. Wir haben aber in diesem Prozess gleich am Beginn das Problem, dass sich bei Freundschaftsanfragen etwas geändert hat. Und zwar, wir haben hier mit sogenannten sichtbar-unsichtbaren Sperren, haben wir es falsch notiert, zu kämpfen. Was ist eine unsichtbare Sperre? Facebook misst die Anzahl der Freundschaftsanfragen, die du schickst. Das heißt, wenn du jetzt als Mary Kay Beraterin 100 Anfragen schickst, 10 werden angenommen, haben wir Adam Riese 10%. 10% ist aber viel zu wenig. Wenn du nur 10% Antwortquote hast, sagt Facebook, naja, du bist nicht beliebt, lass dich weiterhin Freundschaftsanfragen schicken, aber diese Freundschaftsanfragen kommen gar nicht an. Das heißt, du denkst, du machst dir etwas Gutes für dein Mary Kay Business, aber es passiert nichts. Dies kann man ändern, indem man einfach den Modus ändert, sozusagen, dass man gar nicht mehr auf Freundschaftsanfragen setzt, sondern mit den Gruppen arbeitet. Punkt Nummer 3, wenn du deine Provision, deinen Umsatz bei Mary Kay erhöhen möchtest, ist der Titel. So, wir haben ja verschiedene Posting-Formate. Wir können einen Text machen, wir können ein Bild-Posting machen, ein Video, Live-Video, Stories etc. 80% deines Erfolges ist der Titel. Das heißt, wenn der Titel nicht gut ist, dann hast du
wesentlich weniger Reichweite. Einen Titel findet man eigentlich aber ziemlich schnell und ich glaube, da denken viele zu kompliziert. Ich sehe es auch bei meinen Kunden, die sagen, wie soll ich jetzt einen Titel finden, Willi? Ganz einfach, nutze Google. Das heißt, machen wir das gleich gemeinsam. Geh jetzt einfach dann nach dem Video am besten auf Google. Gib einen Begriff. Nehmen wir an, du möchtest jetzt zum Thema Kosmetik etwas machen. Ich mache das jetzt bei mir. Du siehst es jetzt nicht am Bildschirm, aber ich gebe jetzt ein Kosmetik-Tipps. Das heißt, du gehst bei Google rein, gibst ein Kosmetik, Leerzeichen, Tipps und dann, wichtig, nicht Enter, sondern ein Leerzeichen. Und jetzt haben wir dann eine Liste und da steht Kosmetik-Tipps für Frauen, Kosmetik-Tipps für schöne Haut, Kosmetik-Tipps für Senioren, Kosmetik-Tipps für zu Hause. So, was bedeutet diese Auflistung? Wie du jetzt schon siehst, die ist nicht alphabetisch geordnet, sondern nach Suchvolumen. Wichtig ist, diese Vorschläge, die da kommen, das haben echte Menschen eingegeben und je mehr Menschen einen Begriff eingeben, desto höher wird er oben gereiht. Wenn wir hier zum Beispiel eins rausnehmen und sagen, Kosmetiktipps für schöne Haut. Gut, und jetzt machst du was ganz Einfaches. Du sagst, drei wichtige Kosmetiktipps für schöne Haut. Glaubst du nicht, dass du da die richtigen Menschen anziehst? Und da gibt es noch viele weitere solche Tipps. Eines ist wichtig, du kannst auch bei Google gefunden werden. Das heißt, wenn Menschen das bei Google eingeben, können sie deinen Facebook-Account finden. Allerdings diese Google-Funktion, die musst du erst aktivieren. Die ist in deinem Facebook-Konto standardmäßig nicht aktiviert. Und ja, unterhalb im Training möchte ich dich einladen, zeige ich dir, wie du diese Google-Funktion aktivierst und wie du eben arbeiten kannst und wie ich auch gearbeitet habe, dass ich im 7. Monat 210.000 Umsatz gemacht habe, nur mit Facebook, ohne Freunde anzuquatschen, ohne Homepartys. Also, so kannst du deine Provision, deinen Umsatz bei Mary Kay steigern. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, hau rein, es zahlt sich aus. Rock it, bye bye, ciao.